Nach tollem Zuspiel von Marafona da Costa geht Pelaikis allein aufs Tor zu. Er legt aber rechtzeitig noch quer auf Mademis, der das überfällige 1:1 erzielt. Da freuten sich natürlich unsere Jungs. Die 1:0 Führung durch die Mannschaft aus Bierden-Uphusen war etwas überraschend. Sah lange nach einem Unentschieden aus, doch dann kam eine tolle Ecke von Ron Tietjen genau auf den Kopf des einlaufenden Ricardo Marafona da Costa, der hier sehenswert einköpft zum überfälligen 2:1. Die Freude war groß, die Jungs wussten ganz genau, die Nuss ist geknackt. Der Sieg steht fest, das Ergebnis steht fest. Wer nun glaubte, dass die Gäste aus Bierden-Uphusen nochmal kommen würden, der sah sich getäuscht, ganz im Gegenteil. Die Jungs von Trainer Menger ackerten nochmal, hier wieder ein Ballgewinn von Marafona da Costa, der legt den Ball über das ganze Spielfeld quer auf Gicolli, der legt wieder quer auf Pelaikis, der zum letztendlichen Endstand von 3:1 locker einschießt. Ein toller Sieg unserer Panther des TSV Depp steht. Herzlichen Glückwunsch!